Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir auf der Echseninsel den Quetzalcoatl, oder wie auch immer man das Viech ausspricht, ich habe keine Ahnung, besiegt. Jetzt befinden wir uns auf den ehrwürdigen Falkenkamm, wo wir ja noch Ätnas Bruder erledigen müssen. Und ich habe gehört, irgendwie das soll einer der stärksten Gegner im ganzen Spiel sein und ja. Sollte mir aber vielleicht schon mal angucken, welches Level er hat. Weil falls er stärker ist, dann weiß ich wenigstens, welches Level er ist. Aber das ist vielleicht gar kein Problem, weil ich bin jetzt Level 150. Oh mein Gott. Von Level 133 bis zu Level 150. Das ist auch krass. Ich muss mal kurz gucken, ist der Schwierigkeitsgrad? Ja, okay. Wie habe ich dieses Level erreicht? Das hat ehrlich gesagt gar nicht so lange gedauert. Vielleicht nur so ein paar Stunden oder so. Und zwar habe ich immer die Aragamis erledigt. In den ganzen Gasthäusern. Und ja, ich habe bis zur letzten Stufe schon alle kaputt gehauen und da ist wirklich nichts Besonderes irgendwie so als Nachricht oder so gekommen. Einfach nur so, ja, du hast es geschafft, du hast die voll platt gemacht und so und du bist voll gut und so. Also nichts irgendwie, was irgendwie erwähnenswert war. Bekommen habe ich auch nichts davon. Also ja, ich habe aber nur auf den einfachen Schwierigkeitsgrad gemacht. Also wenn ihr trainieren wollt, ganz einfach auf einfach spielen, weil dann scheint ihr mehr Erfahrungspunkte zu kriegen. Und dann müsst ihr noch in Cuts Corner, ich glaube, das teuerste Gericht holen, weil das gibt einen, wenn man einen Schaden von 10.000 überschreitet, 60% mehr Erfahrungspunkte. Und das habe ich jetzt so ein paar Stunden gemacht. Also einen Durchlauf, wenn man den schafft, gibt einen auf jeden Fall ein Level ab und dort so, weil ich also für mich hat das so ab 133 5 Minuten irgendwie gekostet. Dann immer wieder zum Katzkorner zurück, dann wieder zum Gasthaus zurück. Ich habe da den Damensee gemacht natürlich und ja, kann man innerhalb von einer Stunde schon so ungefähr 10 Level ungefähr schaffen. Manchmal sogar 2 Level irgendwie pro Durchlauf. Das war schon krass. So, so sehen die Werte dann auch dementsprechend aus. Neue Ausrüstung und so habe ich glaube ich nix. Und ja, ich habe ein paar Titel glaube ich schon auf Maximum gebracht, habe natürlich aber erstmal die anderen hier ausgerüstet und gibt's auf jeden Fall was Art Angriff und Angriff hochballert. Ist jetzt ein bisschen zu spät zu wechseln. Ja, ich habe so die zweithöchsten Dinger jetzt ausgerüstet und ja, wir gucken uns noch mal die Cutscene an, die er kommt. Wir haben zwar schon gesehen, aber schon so lange her. Beim letzten Mal war es auch nicht geplant, also gucken wir uns das jetzt noch an. それは愛人を殺すってことさ。待って。私との約束は?悪いな。俺の約束はあいつをぶっ殺すってことなんだわ。そう。見極めたのね。 兄ちゃんを救う方法はヘルダルフと同じだって。そうよね。ドラゴンを元に戻すことなんてできない。だから殺すしかないの。気にしなくていい。本当は分かってる。あれはもうただの化け物だ。人や天族を何十人も殺して食べた怪物。私のことだ。 さとしか思ってた。ただの、ありもしない可能性にすがって、逃げることもできなかった。何百年もずっと無駄に縛り付けられて、頭では分かってるのに。お兄ちゃん、殺さないと。あれが生きてる限り、私は。俺がドラゴンになったら殺した。 きっとエドナが苦しむ。それって何よ、それ。勝手なことばかり。勝手に民に出て、勝手にドラゴンになって、私がどんなに寂しかったか。兄ちゃん、もう一度会いたいよ。 Für den Mann war es viel zu traurig. Oh, Nietzsche.
Okay. Oh Mann. Tut mir leid, Edna. Okay. Jetzt mache ich mir aber auch schon Gedanken. Wer ist Edna? Ich glaube, da oben war da auch noch ein Speicherpunkt, ne? Also den konnte ich mich nicht hinporten, weil ich die Katze hier noch auslösen musste, ne? Und Edna und... ist auch nicht da. Ja. Wir werden ja wahrscheinlich noch zusammenkommen am Ende. Okay, habe ich. Oh, ich habe noch. Stimmt. Weil ich die Ladenringe noch aufleveln wollte, habe ich hier so ein bisschen, nenne ich Ladenringe. Herrschers Landes. Ich hier so Transaktionen und so gemacht und Geschenke angeboten und all so was. Die Frage ist jetzt aber, was wäre passiert, wenn ich ihn schon damals erledigt hätte? Das war möglich ist. Ich meine, man konnte ja schon vorher gegen ihn kämpfen und da hat Edna ja gesagt, wie du kämpfst gegen meinen Bruder, nee, da mache ich dich mit. Und ja. Ein nächsten Speicherpunkt in der Nähe. Ei. Soll ich vielleicht was zu essen benutzen? Ich werde erst mal gucken. Ja, da hinten sehe ich ein Kraut, glaube ich. こんなことを付き合うなんて本当にそうよね。エナ、決めて。いやよ、パク。上等だ。決めよう。今ここで。 Okay, genau das Team wollte ich haben. 104, okay, das ist nicht so stark. Wir sind massiv überlevelt. Okay, das ist also ein Drache. Ich bin wirklich beeindruckt. Das heißt, wir gehen, wie wir es schaffen können. Ich weiß es. Ja. Den müssen wir ja locker schaffen jetzt. Weil er noch unendlich viel Schaden macht. Verteidigung. Aber ich bin ein bisschen zu hochgelevelt. Oh, Rose bekommt die ganze Zeit Schaden. Kann ich mehrere Sachen? Ja. Mach mit nichts Schaden, ja. Ja, komm. Ja, schaff mal locker. Und viel früher gegen ihn kämpfen sollen. Also, jetzt. Wir haben noch ein paar harte Bosse. Gegen uns kämpfen. Guck mal einer, wie wenig Schaden ich noch mache. Werde ich absichtlich nicht dramatisieren, aber das Aussehen werde ich das wohl missen. Weil du bist halt gegen Wind widerständig, ne? Das wollte ich eigentlich nicht machen. Und den Schaden nicht mehr machen. Ja, nicht nur schon mit Edna hier kämpfen, aber. Also, was? Komm her. Dann haben wir keinen Heiler, ne? Ist auch schlecht. Ja.
Ach, nein. Ah, ich bin am Brennen, deswegen. Ich hasse das. Abwehr, Abwehr lese ich die ganze Zeit noch. Oh. Ach, Heilung, Heilung. Ich schaffe nicht hier noch zu falken. Nee. Hat die gerade Rose gesagt? Also Rose hat Rose gesagt. Ja gut, wenn du noch so eine HP-Kugel hinterlassen willst, ne? Also nebenbei. Ah, ne, schaffen wir. Okay. War schon fast mehr mit dem angefahren. Und der stärkste Gegner im Spiel versteht was vollkommen anderes. Sind die ganzen Cameo-Charaktere und so ja wohl Längen stärker. Weil der Kampf hier lange dauert, muss ich schon mal sagen. Weil er ist auch vorbei. Auf 24.000 noch. Perfekt. So locker, ja. Aber wenn ich so gut wie gar keinen Schaden mache. Ich will den Schwanz abpacken, um ein Schwert zu bekommen, so wie in Dark Souls. Wäre doch geil. Können wir gegen den keine Mystikart einsetzen? Ich glaube nicht, ne? Ich kann bei denen keine Combo anfangen. Ja, oder so. Einfach verwandelt in die Fresse gegeben. Sehr gut. Ah, okay. Antike Kugel, Kundenalten. Titel wurde hochgestuft. Oh. Grab auf dem Berg. Eisens Grab. Okay. Wird auch nicht die 73. oder so sein, die mir noch gefehlt hat. エドナは時間が必要かもしれないね。はい。何百年も積み重ねた思いですから。エドナは泣き虫だけど、心は強い。それってアイゼンも知ってるだろう。俺たちも。 Okay. Ja. Weiß ich nicht, wie viel AP wir vorher hatten. Ich glaube, Mikli hatte 5000 genau. Das ist ja doch gut gewesen. Da. Wir sehen, cool. Steigt maximal. Ja, abhängig von der Anzahl. Ja, 1. Jetzt kommen bestimmt noch ein paar Skits auf den Rückweg, ne? Irgendwie passen.
Warte mal kurz gucken. Ja. Ja, und ich weiß sogar noch, wo die letzte Entdeckung ist. Also ich hoffe, das ist die letzte Entdeckung. Weil theoretisch ist die ja hinter den Drachenknochen, welche hier als letztes angezeigt ist. Also hoffentlich ist das die, die noch fehlt. Ah, jetzt ist der Speicherpunkt da. Und jetzt kommt Skit.気にしないで。分かった。顔を見たくないってことかな。だとしても。俺は江戸の人間ですよ。勘違いしないで。ただの個人的な理由よ。腫れているからじゃないでしょうか。目が。そうか。あんなに泣いたからね。それならいいんだが。よくないぜ。背中で語る大人の色気に気づけなきゃね。黙りなさい、親父ザビーだ。略して、おじいだ。 調子戻ってるじゃないの。ちょっと傷ついた。で、用事って何なの。ちょうどいいから今のうちにみんなに言っておこうと思って。一度しか言わないから。ありがとう。2回言ったけど、一つはあいつの分だろう。失礼。 Danke. Okay, die hat ja auch einen Titel bekommen noch, ne? Motivatorin, okay. Ja, weißt du, wie passiert dann? Ich hat. Warum immer noch Silber? Ist habe ich der einzige? Ne, er hat ja auch noch. Okay. Und Drachenbaby, lass mich raten. Aber gehen wir schon mal zur Hexeninsel. Das Komische hier ist, dass ich aus irgendeinem Grund die Seelenstufe erhöht bekommen habe von dem Ding. Wo ich hier nichts gemacht habe eigentlich. Meine Vermutung ist jetzt, dass das durch den Aragami DLC ist. Das irgendwie, ich habe da ja bestimmt so 1-2 Stunden dran gesessen. Nee, länger. Und ja, anscheinend sind die Gegner, die ich da erlegt habe, irgendwie hier reingeflossen. Also das ist die einzige Erklärung, die ich habe, weil ich habe offscreen nicht hier den hochgelevelt. Also ja. Da sind noch 3 übrig, also nicht mal 25 ist das Maximum. Beschleunigung des Geistes. Für die Anwendung von Talenten benötigt die Zeit, benötigte Zeit wird halbiert. Und hier, dass ich zu Speicherpunkten hin mich teleportieren kann, das wird auch dafür gibt es auch keine Kosten mehr. Also ja, gute Effekte. Und ja, und ich nehme mal an, ich denke, das ist die letzte Entdeckung, die ich noch gefunden habe, als ich deswegen bin ich hier nochmal durchgelaufen, weiß ich gar nicht. Ah, der Schrein, der muss ja auch noch hier gemacht werden. Ich nicht weiß, ob ich den mit Zavet schaffe. Ich bin ein Allesteiler. Können wir ja nächstes Mal versuchen. So, wo war das denn nochmal? Da bin ich schon vorbeigelaufen, oder? Ja, da. Und zwar hier haben wir eine knospende Riesenfrucht. Ja, danke. Es geht. Ihr blöden Viecher, verpisst euch. Was mehr? なんかの巫女の、それにしても変わったものだね。見たことあるか、ロゼ。ないな。旅でも商品でも。もしかして海の向こうから流れ着いた？海の向こう？そこにこんな妙つける木が生えた場所があるって？すごいこと考えるな。不思議じゃないだろ。事実見たこともない実がある。 それにこんな妙な場所だってあったんだ。不思議じゃないね。海の向こうか。ロマンだね。ああ、行ってみたいな。いつか。 Kommt mir sogar irgendwie bekannt vor.
Warte mal, spielt das Spiel hier nur auf einem Kontinent? Ja, da war sogar. Also außer kommt noch irgendwas. Die Frucht keimt gerade. Es bleibt spannend, was daraus wird. Das kommt mir so bekannt vor. Was ist das? Habe ich schon mal gesehen. So, war das die letzte Entdeckung? Wenn ich jetzt auf den Speicherpunkt komme, kommt jetzt ein Skit oder irgendwie sowas. Ja, du hast alle Entdeckungen bekommen, gefunden. Wunderbar. Sind mit den Normans? Nö. Okay, weiß nicht, dann sind vielleicht noch irgendwo welche. Gut, dann beende ich den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Hysteria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.